Wie wichtig Selbstliebe ist, habe ich hier schon mehrfach betont. Und ich möchte dir hier helfen, deine Selbstliebe noch ein bisschen besser kennenzulernen. Denn je besser du weißt, wie sich deine Selbstliebe anfühlt in allen Sinnessystemen, umso leichter wird es dir fallen, sie wieder zu reaktivieren quasi. Also schließe mal die Augen und geh, soweit es im Augenblick möglich ist, in deine Selbstliebe hinein. Also sieh dich vor deinem geistigen Auge, vielleicht auch in Form deines inneren Kindes, wenn dir das leichter fällt. Und dann stell dir vor, wie sich dein Herz öffnet für dich selbst und wie du dir selbst Liebe schenkst. Und dann frag dich, wie fühlt sich diese Liebe an, die ich mir selbst zukommen lasse? An welchem Gefühl kann ich erkennen, dass ich mich selbst liebe? Und dann kommen wir zur zweiten Phase, zum Liebe annehmen. Also nimm auch deine eigene Selbstliebe an und frag dich auch da, wie fühlt es sich an, meine Selbstliebe anzunehmen? Woran kann ich erkennen, dass ich wirklich empfänglich bin für meine Selbstliebe? Und dann frag dich, wie klingt es, mich selbst zu lieben und meine Liebe anzunehmen? Gibt es dazu irgendeinen Klang, vielleicht eine akustische Assoziation, ein Naturgeräusch, eine Musik, was auch immer? Was höre ich, wenn ich mich selbst liebe und meine Liebe annehme? Und gibt es einen Geschmack, den du dazu assoziieren kannst? Wie schmeckt deine Selbstliebe? Und ganz nahe dem Geschmack ist auch der Geruch. Wie riecht deine Selbstliebe? Welchen Geruch kannst du damit assoziieren? Aber frage dich auch, wie ist meine Körperhaltung, wenn ich mich selbst liebe und meine Selbstliebe annehme? Und wie ist meine Atmung? Was macht meine Selbstliebe mit meiner Atmung? Und mit meinem Herzschlag? Hat meine Selbstliebe eine Farbe? Wenn ja, welche? Hat meine Selbstliebe eine Temperatur? Ist sie eher warm, ja vielleicht sogar heiß? Oder kühl, ja kalt? Wie fühlt sich meine Selbstliebe an? Ist sie eher hart oder eher weich? Eher rau oder glatt? Welche Sinnessysteme fallen dir noch alle ein? Erkunde deine Selbstliebe möglichst intensiv und ausführlich, sodass du deine Selbstliebe
möglichst gut kennenlernst, damit du sie einerseits rasch wieder vergegenwärtigen kannst, auf der anderen Seite erkennst, wenn sie sich ganz spontan zeigt. Auch das ist wertvoll. Bleib, solange du Lust hast, in deiner Selbstliebe und genieße dieses Gefühl. Ich liebe mich und ich nehme meine Liebe an.